Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist Marc Hagenbeck und ich bin der Sagi. Und wir haben heute den 26. Januar und am 26. Januar sprechen wir erst einmal über das Geburtstagskind des heutigen. Oh. Wayne Gretzky, kanadischer Eishockeyspieler, Legende, The Great One. The Great One. In der NHL gespielt, 1979 bis 1999. Natürlich. Natürlich. Hat den Rekord aufgestellt von 894 Toren und war und gilt eigentlich als der beste Spieler bis heute in seiner Sportart. Ja, sehe ich auch so. Du hast keine Ahnung, oder? Nee, der ist in Brantford in Ontario in Kanada geboren und ist am 26. Januar 1961 auf die Welt gekommen. Wir gratulieren ganz herzlich. Wayne interessiert eigentlich. Ja, gut. Ja. 26. Januar, da haben wir noch was anderes. Ja, wir haben natürlich einen Kinostart mal wieder gehabt in Deutschland. Am 26. Januar 1979 ist er das erste Mal in Deutschland über den Bildschirm geflogen. Superman oder was? Superman. Echt? Genau. Superman 1 oder ein anderer Superman Tag? 1. Ja? Superman 1, genau. 1979? 1979. Ich weiß noch, ich wollte als Kind... War ich 7. Was? Da war ich 7. Ja, ich wollte als Kind mal in die unendliche Geschichte gehen. Oh ja. In den Film. Ja. Ausverkauft ohne Ende. Alles ja. Über Tage, Wochen, keine Ahnung. Alles ausverkauft. Ich wollte aber unbedingt ins Kino gehen. Und bin dann in Superman 3 bin ich noch reingegangen. Okay. Weil an dem Tag halt nichts anderes gelaufen ist. Unendliche Geschichte und Superman 3 sind, glaube ich, gelaufen. Müsste 3 gewesen sein. Und ich fand den Film so kacke. Ja. Ehrlich. Superman 3 ist voll der Rotz gewesen. Was war der erste Kinofilm, den du geguckt hast in deinem Leben? Kannst du dich noch erinnern? Kapp und Kappa. Alter, da sind wir ganz, ganz dicht beisammen, ganz dicht beisammen. Mein erster Film war Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Echt? Mhm. Das ist ja ein Klassiker, aber Kappe war ja auch, also Bernhard und Bianca ist noch ein bisschen mehr Klassiker. Ja. Aber Kappe und Kappe war schon, habe ich später dann geguckt, habe mich dann erinnert, wie ich als kleiner Junge, da gab es ja kein Popcorn, oder gab es schon Popcorn? Nee. Also ich kann mich nicht an Popcorn erinnern im Kino. Doch. Als Kind. Da gab es noch hier diese Langnese-Werbung, da gab es noch eine Halbzeit im Film, da sind die doch noch mit dem Bauchladen durch die Sitz reingelaufen. Halbzeit im Film? Ja, und dann kamen extra wegen diesen Langnese-Eisverkäufern und die sind dann wirklich rumgelaufen, haben die dann am Sitz, haben die dir das Zeug verkauft. Das ist schon ewig her. Ja, das ist ja 22 da gewesen. Was war denn eigentlich euer erster Kinofilm, den ihr geschaut habt? Das wäre mal interessant. Das würde mich mal interessieren. Ja. Schreibt es mir in die Kommentare rein und dann... Der erste Kinofilm, den ihr je gesehen habt. Was war das? Schreibt mal rein, würde mich interessieren. Ja. Am 26. Januar haben wir aber auch einen Fakt des Tages. Ja. Ja. Fakt des Tages ist, auf Grönland, Island und in der Antarktis gibt es keine Ameisen. So. Was? Das ist aber nett. Das ist halt ein bisschen doof für die da. Bisschen kalt, ne? Naja, die Umgebung ist halt nicht so gemacht für Ameisen. Ja, das war der 26. Januar. Morgen sehen wir uns wieder am 27. Januar. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.